So, gut, dass wir den Papstmaster hier haben. Mit ein bisschen Geld können wir selbst Tote wiederbeleben. Das ist jetzt, naja, 50 Meseten. Können wir uns gerade noch so leisten. Für eine Wiederbelebung von den Toten. Und dazu noch an einem Roboter. Wirklich phänomenal. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch jemanden entgiften müssen hier. Genau. Genau. Und natürlich müssen wir das jetzt nochmal versuchen. Für unseren zweiten Vergifteten. So, jetzt sind wir wieder entgiftet. Wir sind wieder am Leben alle. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist uns ausruhen. Genau, damit unsere schweren Wunden heilen. Wie sehen die eigentlich nochmal aus? Hey, okay. Die Wiederbelebung bringt einen anscheinend fast auf Maximum wieder. Nur ein paar Tech Points sind ein bisschen weniger geworden. Okay. Bevor wir allerdings schlafen und damit gleichzeitig speichern, schauen wir mal, ob wir nicht unsere Ausrüstung verbessern können. Wir haben ja schon mal ein bisschen Geld gehabt. Mal sehen. Claw, West, Ribbon, Monomade. Ach ja. Dann schauen wir mal, was es hier in dem Laden gibt. Mit den Schwertern. So, jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen abgekürzt. Eine zweite Klaue für Mieux, die Roboterdame. Und ein paar Gegenstände wie Escapipe. Monomat mit Allergegengift wieder aufgepowert. Jetzt können wir tatsächlich und vollkommen unvergiftet uns auf den Weg machen. Zum ersten Dungeon des Spiels. Wieder mal. Ja, ja. Dum, 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 dum. Ja, ja, natürlich. Er erzählt uns das jedes Mal, selbst wenn wir tausendmal hier hin und her fahren. Gut, jetzt müssen wir nur noch hineinmarschieren in die Höhle und diesen komischen Knilch finden, der da dieses komische, juwelenartige Ding da hat. Das ist der magische Saraphil. Also, watscheln wir mal wieder hier durch die Höhle. Und klar, jetzt... Ah, ja. Hab mich zu früh gefreut. Komisch, jetzt wo wir nicht vergiftet und halb tot sind, sind die Monster harmloser? Na gut. Jupp, Mieux ist wieder aufgestuft worden. Und hier geht's weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Rhys jetzt schwächer ist als sie. Anscheinend. Soll ich vielleicht mal die Waffen upgraden? Da meine diese Jagdmesser, die sind besser als gewöhnliche Messer. Von denen kann er ja auch zwei tragen. Jep, 22, 22. Und jetzt, jep, er ist schwächer. Und wir sind wieder mal vergiftet, aber diesmal haben wir genügend Gegengift, um das auszugleichen. Also kein Stress. So, nach kurzer Pause wegen Niesanfall geht's weiter. Und falls das jetzt hier nicht am Ende einer Episode war, werdet ihr von der Pause wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt haben. Oh, eine dieser riesigen Truhen, die größer sind als ich, bewacht von einer ganzen Horde Mutanten. Schauen wir mal. Ja, nun ja, gehörnte, purpurrote Ratten? Mutant, keine Frage. Okay, haben wir hier irgendwelche... Nope, hat er nicht. Er ist ein ganz gewöhnlicher Haut-drauf-Kumpel. Deswegen muss er jetzt hier drauf kloppen. Und jetzt gehen wir... für Mieux was ein, weil die hat ja so viel Zeugs. Na gut, Formel, das hat irgendwas mit Heilen zu tun, keine Ahnung was das ist. Na sag, Schuh, ach du liebe Zeit. Schauen wir mal was das ist. Oh, das ist was für ein Feind. Dann greifen wir mal damit an und gucken mal was das bedeutet. Zaboom, hey, das war tatsächlich ein Angriffszauber. Gut ausgewählt, ne? Das Glück ist mit mir. Jetzt haben wir nur mit diesen drei Riesenratten zu tun. Und hauen drauf. So. Yay, und Ries ist wieder ein bisschen stärker geworden. Dann schauen wir mal, was in dieser Schatztruhe drin ist. Falscher Knopf, falscher Knopf. Naja, ich darf nicht so lange Pausen machen. Ist aber trotzdem traurig, dass ich dann gleich vergesse, die Tofu, wo es nur drei Knöpfe gibt. Wie man das Spiel kontrolliert. Naja, schauen wir mal eine Dimate. Na, das ist zumindest nicht vollkommen sinnlos. Na gut, auf die können wir einfach draufkloppen. Genau. Jeder kümmert sich um die Viecher, die er mit einem Schlag umbringen kann. Und so haben wir in einer Runde gewonnen. Ha.
Und da ist eine neue Schatztruhe für unsere Mühe. Und ein Gegengift. Na, das ist praktisch. Alles, was in diesem Spiel dazu führt, dass man Geld spart, ist praktisch. Aber noch mehr von den Viechern, das ist lustig. Na gut. Hauen wir einfach mal drauf. Na gut. Ja, das Viech hat es ganz knapp überlebt. Und jetzt sind wir schon wieder alle vergiftet hier. Aber diesmal haben wir genügend Gegengift dabei, um nicht einfach so zu verrecken. Ach ja. Ich marschiere über Lava oder roten Sandstein. Ah ja, im Kampfbildschirm sieht es natürlich nicht so prächtig aus. Zumindest sieht es im Kampfbildschirm mehr aus wie eine dunkle Höhle. Und nicht als würde man leuchtend rotes Parkett oder so stapfen. Ich frage mich überhaupt, was die sich dabei gedacht haben. Im Kampfbildschirm ist das braun-purpur die Höhle, aber außerhalb des Kampfbildschirms ist die Höhle leuchtend rot. Oh, und Mio ist stärker geworden. Dann machen wir mal kurz einen Zwischenbericht hier in Sachen Stärke. Genau, Intel 13, naja, ist ja schon fast CIA-Niveau. Stamina, Durchhaltevermögen ist ordentlich. Glück, ist immer noch ein glücklicher Bursche. Eigentlich ironisch, wenn man bedenkt, dass seine Verlobte von Monstern entführt wurde. Skill 21, Damage 40, Defense 30, Speed 16. Eigentlich selbstklärerisch. Er hat immer noch seine zwei Anfangsmesser dabei. Aber inzwischen genug Geld für ein Jagdmesser, wenn ich hier lebend rauskomme, heißt das. Mjö. Nun, sie hängt zwei Level zurück, darum ist ihre Intelligenz auch niedriger. Durchhaltevermögen ist niedriger, was keinen Sinn macht, da sie doch ein Cyborg-Roboter ist. Naja, Glück, naja, hat sie wenig, ist auch klar, weil sie jahrhundertelang da rumstehen musste, abgeschaltet. Skill 29. Naja, Roboter haben eben mehr Skills oder so ähnlich. Speed 27. Nun, das ist doch schon wenigstens robotermäßig schnell. Damage 45, wegen der beiden Klauen, die sie jetzt anwenden kann. Und Defense 30. Na, das ist doch schon mal ordentlich. Und schauen wir uns das nochmal an. Naja, und sie hat diese tollen Techniken hier. Wenn ich auch nicht genau weiß, wozu die alle gut sind. Aber wir wissen jetzt schon mal, dass das, was wir eben verwendet haben, das war Schuh ein Angriffszauber ist. Oder was? Fanbi. Ich glaube, ich muss mir mal notieren, wozu die überhaupt gut sind. Ja, genau, raus, raus. Mit dem Knopf geht's raus. Eieiei, bin ich manchmal beduselt. Und hier, der vierte, das ist die Gurgurschnelle Kaverne. Da muss man sich immer Sorgen machen, dass plötzlich die Dicke runterkommt. So, jetzt, die Viecher hauen mir wieder drauf. Los, los. Ja, das ist jetzt schon fast Standardmord hier. Jetzt hoffe ich fast, dass diese feuerspeienden Hunde wiederkommen. Das wäre zumindest ein interessanterer Kampf. Und, ey, ist da das Ziel? Erledigt, so. Yeah! Und, ja, da ist doch unser Ziel, Knilch. Aber für den Fall, dass es zu einem Endboss-Fight kommt, weiche ich dem jetzt erstmal rein weiträumig aus und gucke, ob ich sonst noch was finde. Ich meine, die Monster sind ja auch nicht gerade eine Herausforderung hier. Kann man eigentlich still sein und sich die Musik anhören. Schade, schon vorbei. Ich frage mich, was der davon hält, dass wir so an ihm vorbeimarschieren. Ah, er hetzt mehr Ratten auf uns. Ach ja, immer diese Selbstmordratten hier. So, ich bin jetzt zur Entscheidung gekommen, dass die paar kümmerlichen Schätze, die ich gefunden habe, auch tatsächlich schon alles waren hier. Und mal sehen. Oh, sie wird gleich aufgestuft. Dann versuchen wir nochmal einen Kampf hier zu machen. Bevor wir ja dann die Story weiter vorantreiben. Vielleicht kommen wir auch ohne Endboss-Fight aus. Ja, hoffentlich. Okay, gut. Jetzt hauen wir uns nochmal ein paar Ratten um die Gegend. Kriegen Erfahrungspunkte und mir wird aufgestuft. Yay! Zur Feier des Tages sorge ich jetzt mal dafür, dass diese lästige Vergiftung wegkommt. Und dafür benutzen wir mal dieses tolle Anti-Doof, das wir hier mit uns herumschleppen. Genau. Dann benutzen wir mal. Oh, sie hat nur zwei. Wie viele hat er? Zwei. Na gut, dann benutzen wir eins von ihr. Use. So, jetzt haben wir uns gegenseitig entgiftet. Und jetzt haben wir ja auch Gelegenheit, diese Technik auszuprobieren, die heilt. Das kostet zumindest kein Geld und das ist an diesem Punkt des Spiels ja großer Vorteil. Jetzt sind wir wieder voll aufgepowert fast.
Und jetzt sprechen wir diesen Knilch an und gucken mal, was passiert. Hi, ich bin Lyle. Jep, ich hab den Saphir. Wir haben ihn noch gar nicht gefragt. Na gut. Ich brauche ihn nicht. Ich meine, es ist ein großer Saphir, aber ich bin so reich, ich brauche mir sowas wurscht. Hier, bitte. Ich würde euch ja gerne auf euren Abenteuern begleiten, aber ich habe Besseres zu tun. Tschüss. Wow, ey. Der Schreiber muss an dem Tag besoffen gewesen sein oder so. Und ja, der Spiel hat uns den Saphir nicht gegeben, stattdessen einfach nur eine riesige Truhe hier transportiert. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Dreimal dürft ihr raten, die ersten beiden Male zählen nicht. Ja, der Saphir. Okay, das war, wie sagt man so schön auf Englisch, pointless. Toll. Da denkt man, man hat es ja mit einem tollen Endboss zu tun und dann gibt einem der Kerl das einfach so. Naja, jetzt gehen wir mal in diese Saphir-Höhle demnächst. Das wird dann schon was. Ach komm, hört auf, ihr scheiß Ratten. Ah, wie viel Geld haben wir denn hier? Geld, 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 Geld. Ah, ich vergesse immer. Status. Geld. 379. Eins im Sinn, zwei macht hin. Würde ausreichen, knapp für zwei Jagdmesser. Vor allem, wenn ich die alten verkaufe. Mal sehen, aber wir müssen ja auch irgendwie das Zeug ersetzen, dass ich... Ah, scheiß drauf. Ich marschiere einfach zu Fuß raus. Aber ihr müsst euch das nicht antun. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. The Void Doctor. Ende.